Und jetzt kommt der Herr und stellt uns die Frage, warum weinst du? Das ist kein Vorwurf. Der Herr Jesus wirft uns nicht vor, dass wir jetzt schwach sind und dass wir weinen. Diese Frage ist kein Vorwurf, es ist lediglich ein Zeichen der Zuwendung Gottes. Der Herr Jesus will uns durch diese Frage zeigen, ich bin daran interessiert, wie es dir geht. Ich nehme Anteil an deinem Leid. Warum weinst du? Es interessiert mich, es zu wissen. Es ist ein Zeichen der Zuwendung Gottes, zugleich aber auch eine Aufforderung. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Öffne mir dein Herz. Gib das Gespräch mit mir nicht auf. Und das ist mein Appell an alle diese Maria von Magdala. Liebe Geschwister, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf, mit dem lieben Gott zu sprechen. Sagt ihm, was ihr auf dem Herzen hat. Wer beständig ist in der Liebe, wer das Gespräch mit Gott pflegt, kann sicher sein, Jesus wird antworten. Er wird auf deinen Ruf reagieren.